Wir sind ganz klar hier die Favoriten. Aber gewonnen ist dieses Spiel noch lange nicht. Jungs, auf dem Papier ist das eine leichte Aufgabe. Aber die werden uns das Leben verdammt schwer machen. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, ja? Eine ganz konzentrierte, dann klappt das. Ihr müsst rackern und zackern. Die werden sich zu wehren wissen. Versprecht mir bitte eins. Unterschätzt diesen Gegner nicht. Diesen nicht. Also wer glaubt, er kann das hier locker angehen, ja? Der ist auf dem falschen Dampfer! Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte, seid hellwach! Und Jungs, denkt daran, ihr habt nichts zu verlieren. Männer, ich kann's nicht oft genug sagen. Es lohnt sich doch zu kämpfen. Kein Huhn, kein Hahn, kein Pfau, kein Schwein schadet umsonst. Männer, wenn jeder rennt bis zum Umfallen, dann gewinnen wir das doch. Also heute brauche ich Männer. Keine Typen, die durch Rumrotzen und feiges Sackhalten beim Freistoß auffallen. Seht ihr, je länger wir kein Gegentor kriegen, desto nervöser werden die. Verteidigen. Ja, das ist die Idee. Verteidigen. Heute verteidigen wir mit Mann und Maus. Und vorne hilft uns der liebe Gott. Ich will, dass ihr heute bis an eure Grenze geht. Jeder muss so spielen, als wolle er seine Mutter aus Feindeshand retten. Mit dieser Taktik könnt ihr sich schlagen. Aber passt auf. Heute greifen wir tief in die Trickkiste. Ja. Ich habe mir für diesen Gegner etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ja, Jungs, ich habe unseren Gegner lange genug selbst trainiert. Mensch, die kenne ich doch alle noch von früher. Also da kann ich euch ein paar Tricks verraten. Ach Leute, die kenne ich doch. Die meisten Spieler kenne ich doch noch von früher. Die habe ich selbst trainiert. Das kriegen wir schon hin, da machen wir uns gar keine Sorgen. Ich weiß doch genau, wie die spielen. Ich erwarte heute Tore. Und kommt mir nicht mit Ausreden. Ein Spiel der kalten, nassen Hände, ja, will ich heute nicht erleben. Schießt sie einfach ab. Heute reicht uns ein Unentschieden, damit ihr das wisst. Die Abwehrarbeit, die hat heute Vorrang. Ich will, dass ihr heute so spielt, dass in der nächsten Saison die Betonfabriken als Sponsorenschlange stehen. Die Null. Und nur die Null muss stehen. Alles andere interessiert nicht. Passt auf, keine gelbe Karte heute. Nicht eine. Leute, dieser Schiri gibt auch bei Blähungen und nicht geputzten Zähnen gelbe Karten. Also bitte seid vorsichtig. Also wer heute nicht richtig drauf geht, den wechsle ich sofort aus. Nein, noch viel besser. Danach wechsle ich ihn wieder ein und nehme ihn wieder nach 5 Minuten raus, damit es auch alle mitkriegen. Heute will ich nur Spieler sehen, die notfalls auch bereit sind, mit dem Kopf zu grätschen. Männer, sie werden das Spiel nachher als viel zu hart bezeichnen. Und wisst ihr warum? Weil sie es verlieren werden. Ich will, dass wir die von Anfang an unter Druck setzen. Die Sache muss zur Halbzeit schon gelaufen sein. Und denkt immer daran, was man in der ersten Halbzeit nicht kocht, bleibt in der zweiten ungebraten. Ich will, dass ihr das Spiel heute mit einem Erdbeben beginnt und euch dann schön langsam steigert. Dieses Spiel ist ein Neuanfang. Ein Neuanfang für uns alle. Ich erwarte 1000%igen Einsatz! Ab heute weht ein ganz anderer Wind. Ein ganz anderer Wind. Ich erwarte von der ersten Minute an Vollgas! Ich erwarte, dass ihr euch auf eure Stärken besinnt! Jungs, ich weiß doch, dass ihr viel mehr drauf habt. Dann zeigt es ihnen. Wenn ich heute wieder so einen Mist sehe, rennt ihr im Training. Ihr rennt, bis ihr mausetot seid. Wenn ihr mir heute wieder den Spaß am Spiel nehmt, dann werde ich euch nächste Woche den Spaß am Training nehmen. Dieser Haufen Kohle, den ihr verdient und diese Scheiße, die ihr hier abliefert, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ich verlange ab jetzt Einsatz bis zur letzten Minute. Ihr verdammten Millionäre, wisst ihr überhaupt nicht mehr, was es heißt zu kämpfen? Habt ihr eigentlich überhaupt keinen Stolz mehr in euch? Was mutet ihr euren Fans eigentlich zu? Und heute will ich wieder, dass ihr eure Trikots beschmutzt und nicht die Ehre des Vereins. Letzte Woche haben uns die gegnerischen Fans bemitleidet. Ich kann das nicht ertragen. Ich will das nie wieder erleben. Jungs, wir wissen's alle. Heute kann's nur noch um eins gehen. Wir müssen unseren Fans beweisen, dass wir Charakter haben. Jungs, es geht heute um gar nichts mehr. Aber die Fans haben viel Eintritt bezahlt und wir sind ihnen ehrliche Arbeit schuldig. Ja,
Heute geht's also um nichts mehr. Ihr kämpft heute um die Plätze in der neuen Saison. Und wenn ich nur einen erwische, nur einen, der meint, er könnte rumschlampen oder schludern oder in Schönheit sterben, der sitzt auf der Reservebank. Der sitzt... Leute, ihr spielt doch hier nicht für mich, ihr spielt für eure eigenen Arbeitsplätze. Geht das in eure Schädel? Nein, also wenn euch schon der Verein scheißegal ist, dann denkt doch wenigstens an eure eigene Karriere. Wer will denn solche Spieler verpflichten, wenn ihr das Spiel verzockt? Ja, bin ich nächste Woche nicht mehr euer Trainer. Und ich sag euch eins, wenn wir verlieren sollten, werde ich gehen können. Aber denkt dran, ihr müsst bleiben in diesem Verein. Und ohne mich, ihr seid eine Schrottmannschaft. Noch nie hatte ich ein Team mit so wenig Charakter. Ihr Schlappsäcke. Der nächste Trainer hier, ich weiß nicht, wie der das machen soll. Der muss doch trinken. Nur als Alkoholiker kann man aus euch Flaschen was rausholen. Wenn ihr nicht Fußballprofis geworden wärt, ihr würdet alle unter Brücken schlafen, aber alle. Nee, ihr seid ja wie diese Schafe. Ihr seid wie Schafe. Wenn man euch an der Eckfahne anbindet und grasen lässt, da kommt doch dasselbe bei raus. Ich hasse Schafe. Was ist doch nicht zu fassen? Ist aber mal ehrlich, ja? Ich kann es ruhig euch so gerade raus sagen. Ich gucke euch auch dabei ganz direkt in die Augen. Ich habe es noch nie erlebt in meiner ganzen Karriere. So Schrottmannschaft wie ihr, so charakterloser Misthaufen, was ihr seid, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ja. Also schrecklich. Ich fahre jetzt noch nach Hause, wenn ich könnt mich mal. Ich erwarte, dass ihr euch für die Pleite vom letzten Spiel revanchiert. Aber richtig, wir werden die Niederlage vom letzten Spiel vergessen lassen. Da wird sich nie wieder einer dran erinnern. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Die Niederlage im letzten Spiel, ja, die war sehr unglücklich. Aber ich hoffe, ihr habt daraus gelernt. Also, was wir letzte Woche falsch gemacht haben, das wissen wir alle. Aber diesmal, Jungs, diesmal will ich um Himmels Willen, dass wir nicht verlieren. Also, sowas wie im letzten Spiel gegen die. Sowas, ja. Möchte ich nicht mehr erleben. Mit dieser Mannschaft haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Die werden sich wundern. Zum Spiel letzte Woche sage ich nur, Schülermannschaft, heute will ich sehen, dass ihr Männer seid. Unsere Damenmannschaft hätte letzte Woche besser gespielt. Also, reißt euch zusammen. Also Jungs, was macht ihr denn da? Da hätten wir ja letzte Woche besser gespielt. Strengt euch doch mal ein bisschen mehr an. Also, welcher Idiot hat diese Frauen in hier reingelassen? Ich bin der Trainer. Ich hab zu sagen, wer hier überhaupt irgendwelche Ansprachen hält. Das sehe ich nicht ein. Unsere Damenmannschaft hätte letzte Woche besser gespielt. Ich erwarte, dass heute alle ausnahmslos alle an einem Strang ziehen, auch wenn es Probleme gibt. Ich erwarte, dass heute jeder, aber auch jeder seine persönlichen Probleme zurückstellt. Es zählt nur die Mannschaft. Mich interessiert es heute nicht, ob einige von euch unzufrieden sind. Ihr seid eine Mannschaft und so werdet ihr auftreten. Unzufrieden? Hier sind also ein paar verwöhnte Kinder, die meinen, sie sind unzufrieden. Mich interessiert es heute überhaupt nicht, wer hier zufrieden oder unzufrieden ist. Ihr geht da jetzt raus als eine Mannschaft, sonst erlebt ihr mich mal unzufrieden. Der Abstiegskampf hat begonnen. In diesem Spiel wird kein Schönheitspreis vergeben. Das hier, Jungs, das wird kein Spiel für Weicheier. Ich erwarte drei Dinge. Kampf, Kampf und nochmal Kampf. Wir werden nicht absteigen, aber in diesem Spiel müssen drei Punkte her. Wir werden heute beweisen, dass wir da unten rauskommen. Ich erwarte einen Sieg. Jungs, viele haben uns schon abgeschrieben. Aber ein Sieg heute und wir sind wieder voll dabei. Und dann können die sich alle an ihre eigene Nase packen. Männer, die Niederlage im letzten Spiel, die haut uns doch wohl nicht um. Wir schauen nach vorne. Jungs, die Niederlage vom letzten Mal, das ist doch schon vergessen, oder? Selbst so ein blöder Affe fällt mal vom Baum. Männer, heute holen wir uns die verlorenen Punkte vom letzten Spieltag zurück. Ist das klar? Wir können dieses Jahr Meister werden, Leute. Also geht da raus und zeigt es ihnen. Jeder Fußballer will Meister werden. Ihr könnt es dieses Jahr schaffen, euch den großen Traum zu verwirklichen. Wir sind die stärkste Mannschaft der Liga. Die werden uns nicht stoppen. Auch dieser komische Verein kann uns nicht aufhalten. Niemand kann uns stoppen. Ich erwarte, dass ihr unseren treuen Fans etwas bietet. Zeigt, was ihr drauf habt. Feuert aus allen Rohren. Abschuss und Einschlag im gleichen Moment. Das wollen die Leute sehen. Ich möchte mich für die Zusammenarbeit mit euch bedanken.
Ein Sieg zum Schluss. Das wäre wirklich toll. Jungs, das hier ist heute mein letztes Spiel. Es war eine schöne Zeit. Um mich braucht sich kein Mensch zu sorgen. Mein Vater hat immer gesagt, wenn mal was ist, dein Zimmer zu Hause, kannst du immer... Ach, was erzähle ich? Gebt nochmal euer Bestes. Das hier ist heute mein letztes Spiel. Vielleicht macht ihr mir noch ein kleines Abschlussgeschenk. Ich möchte mich für die Zusammenarbeit mit euch bedanken. Ja, einen Sieg zum Abschluss, das wäre wirklich toll. Ich möchte mich für die Zusammenarbeit mit euch bedanken. Gebt noch einmal euer Bestes. Das ist heute mein letztes Spiel. Hängt euch nochmal richtig rein. Tut's für euch. Diese Mannschaft, ja, die sind zwar gerade erst aufgestiegen, aber deshalb, genau deshalb besonders gefährlich. Durch Anstrengung gewinnt man ein Spiel, nicht durch den bloßen Wunsch, auch wenn es ein Aufsteiger ist. Heute geht es gegen den amtierenden Meister. Muss ich da noch was zu sagen? Es ist ein wichtiges Spiel heute. Die Augen der Welt und einer ganzen Menge anderer Leute sind auf euch gerichtet. Also dieser Gegner, der liegt uns. Die haben doch die Hosen voll. Die haben wir fast immer geschlagen. Ich will heute keine Ausnahme erleben. In der Vergangenheit haben wir gegen die nicht immer gut ausgesehen. Das wird sich heute ändern. Die glauben, dass sie die Punkte wie jedes Jahr schon im Sack haben. Aber da täuschen die sich. Da täuschen die sich ganz gewaltig. Für viele Fans ist das heute das wichtigste Spiel des Jahres. Enttäuscht sie nicht. Männer, wir sind die beste Mannschaft in Deutschland. Heute müssen wir beweisen, dass wir auch die beste Mannschaft in München sind. Männer, wir sind die beste Mannschaft in Deutschland. Heute müssen wir beweisen, dass wir auch die beste Mannschaft in Stuttgart sind. Männer, wir sind die beste Mannschaft in Deutschland. Heute müssen wir beweisen, dass wir auch die beste Mannschaft in Köln sind. Männer, wir sind die beste Mannschaft in Deutschland. Heute müssen wir auch beweisen, dass wir die beste Mannschaft in Hamburg sind. Männer, wir sind die beste Mannschaft in Deutschland. Heute müssen wir beweisen, dass wir auch die beste Mannschaft in Ostwestfalen sind. Jungs, wenn ich an den gegnerischen Trainer denke, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Ich will, dass ihr das Tor in Schutt und Asche legt, dass ihr seine eigenen Leute nicht wiedererkennt. Und Männer, denkt immer daran, die Berufung dieses Trainers in sein Amt war eine Beleidigung für seine Vorgänger. Dieser Trainer, unser Gegner, ist mein Erzfeind. Wenn ihr es wagt, nicht zu gewinnen, kommen schwere Zeiten auf euch zu. Ich hasse es, zweimal in einer Saison gegen diesen Trainer zu verlieren. Schon in der Vorrunde haben wir gegen die verloren. Bitte, tut mir das nicht nochmal an. Nach dem Spiel in der Vorrunde war mein Kollege sowas von gehässig. Was will ich meinen zahlen? Mir so Blut lecken. Nach diesem Spiel kriegt er alles zurück. Und wenn er wieder so dösig an der Linie rumsteht, dann haut ihn einfach um.